Wir kommen, glaube ich, hier mal zum nächsten Thema bei 7 Tage, 7 Köpfe. Die Ölknappheit macht sich nicht nur an der Tankstelle bemerkbar, sondern natürlich auch im Supermarkt. Ihr habt es auch alle gesehen. Die Speiseöl ist fast überall ausverkauft. Ja. Geht's noch? Ich habe heute noch gelesen, Speiseöl ist deshalb so knapp, weil viele damit ihre Autos betanken wollen. Also der ADAC hat extra gewarnt und gesagt, Speiseöl kann zu Motorschäden führen. Ebenso wird davor gewarnt, den Rucola-Salat mit Super Plus anzumachen. Und jetzt kommt der Hammer. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. In Köln hat es jetzt sogar schon ein Brauhaus gepostet. Es gibt keine Pommes frites mehr auf der Speisekarte. Was? Wegen was? Ölmangels. Das ist eine Katastrophe. Ey, was denn jetzt noch, Leute? Darf doch nicht aber wahr sein. Also, beim Imbiss bei mir um die Ecke gibt es immer Pommes, aber die frittieren schon immer mit Heizöl. Also denen ist es doch mal schön warm, oder? Das war denen egal. Aber Leute, ganz ehrlich, warum werden eigentlich immer die Dinge so knapp, die man braucht? Sonnenblumenöl, Mehl, Benzin. Warum nicht mal die Dinge, die völlig überflüssig sind, wie Dinkel, Tofu oder Magerquark? So. Wer braucht das? Dankeschön. Jetzt schön. Laktosefreie Milch kriegst du immer oder glutenfreie Nudeln hast du auch bei der Pandemie bekommen. Nudeln waren weg, glutenfreie Nudeln gab es immer da. Erbsen im Burgerfleisch, vegan. Das ist irre, ist irre. Also ich finde ja das Hamstern grundsätzlich eine komische Art, dass ganz viele Menschen kaufen ja dann ganz viel jetzt auch Rapsöl. Es gibt kein Rapsöl mehr. Es gibt einfach kein Rapsöl mehr. Jetzt habe ich in meinem Freundeskreis mal nachgefragt, wie viel Liter Rapsöl habt ihr im letzten Jahr verbraucht, als wir noch nicht wussten, dass es knapp wurde? Ich wusste gar nicht, dass es Rapsöl gibt. Wusstet ihr, was Rapsöl ist? Was mache ich mit Rapsöl? Wir müssen einmal Rapsöl abziehen, es war doppelt. Aber war doppelt, Rapsöl. Aber und alle kaufen dieses Öl und Senf und Senf und... Und ich glaube, Aprikosenmarmelade. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn man Rapsöl mit Senf und Aprikosenmarmelade isst, kriegst du die Scheißerei. Jetzt wiederum macht's aber Sinn, warum wir zur Pandemie damals Toilettenpapier gehortet haben. Das können wir jetzt gebrauchen. Das ist ein Kreislauf. Ich verstehe diesen ganzen Hype um diese Toilettenpapier. Okay, wir haben jetzt wir haben alle zu Hause noch. Aber was ich viel schlimmer finde, es gibt ja feuchte Toilettenpapier. Das kennen wir alle. Ja, klar. Das gab es früher in Kamille und in Blau. Mhm. Also mittlerweile ist es ja heutzutage, wenn du in die Läden kommst, wo man so feuchtet, da gibt es ja so eine Limited Edition von feuchtem Toilettenpapier, zum Beispiel in den Geschmacksrichtungen Sauerkirsche, Passionsfrucht, Litschi und weißer Hibiskus. Ist irgendwas nicht mitgekriegt? Es ist doch feuchte Toilettenpapier. Das ist doch für den Arsch, oder? Ich meine, ganz ehrlich. Es ist feuchtes Toilettenpapier. Ich meine, wenn du in die Läden gehst, da sind 1000 Sorten, das sieht aus wie eine Eisdiele und dann überlegst, was nehme ich denn heute? Das mintfarbene Pastinake, Senf. Für die ganz harten eben so Wurstwasser hier rum. Oh, Scheiße. Wenn ich sowas kaufe, möchte ich doch auch, dass das bemerkt wird, oder? Wenn du nach Hause kommst, dann ist der Mann so zu Hause, liegt auf dem Sofa und ich denke mir so, jetzt werde ich benutzen. Sauerkirsche. Wie mache ich das denn? Ich benutze das, dann stelle ich mich so vor den hin und zwirke so, rieste, 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 rieste. Ja. Ich möchte mal wieder sachlich zum Thema kommen. Alles klar. Es ist halt so, Leute, alles wird teurer. Da müssen wir mit leben. Auch Strom. Strom wird immer teurer. Warmes Wasser ist jetzt schon Luxus. Und die Möglichkeit einer heißen Dusche weckt neue Begehrlichkeiten. Auf den Dating-Seiten, auf den Dating-Portalen, da locken die Männer nicht mehr mit einem attraktiven Foto von sich selbst, sondern von ihrem Durchlauferhitzer. Ja. Hier, das ist übrigens, das ist übrigens meiner. Ja. Das ist mein Durchlauferhitzer. Wollte ich nur mal hier jetzt gerade mal für den Fall, dass da jemand ein Interesse, das ist Energieklasse A mit 21 kW. Läuft natürlich auch als Dauerdurchlauferhitzer. Oh, mir wird gerade heiß. Ja. Willst du mir deinen mal zeigen? Entschuldigung. Ja, ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten, aber die Energiekosten explodieren. Wir sammeln zu Hause jetzt auch schon Brennstoff. Ja, da muss man auch mal über seinen Schatten springen, ne? Und sich zum Beispiel von der selbstgebastelten Weihnachtskrippe von unserem Benni trennen. Oh Gott. Ja,
Ich meine, der war da so stolz drauf. Aber man muss auch sagen, die hat super gebrannt. Also wirklich. Also, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was in Ihrer WhatsApp-Gruppe die heißeste Meldung der Woche war. Bei mir wurde das Thema Venedig diskutiert. Oh ja. Ja, haben Sie es gelesen? Venezianische Hoteliers sagen nämlich neuerdings den lästigen Tauben und Möwen den Kampf an. Sie verteilen, das ist kein Scherz, an ihre Gäste Wasserpistolen, mit denen die Touristen dann auf die Vögel schießen und sie vertreiben sollen. Olaf Scholz hat sich sofort mit den Tauben solidarisiert und 5000 Helme aus Deutschland geschickt. Weil ich ja... Wir reden ja von Italien, wir reden von Venedig. Ja, also ich bin froh, dass es da Wasserpistolen, wir reden von Wasserpistolen, nicht von Schrotflinten. So, ja? Also das ist, ich finde das schon, aber wenn man überlegt, wie weit sind wir gekommen, nur weil Weizen so teuer wird, müssen wir als Menschen unser Essen vor Tauben verteidigen, weil die das uns einfach klauen, das ist ja irre. Aber ich bin überzeugt davon, dass sich die Tauben das nicht gefallen lassen. Tauben, gerade in Italien, die werden sich organisieren, da sind die wahnsinnig geschult. Und es wird eine Cheftaube geben, ist meistens eine viel zu kleine Pute, die in einem Putenleben sich nicht durchsetzen konnte, aber unter den Tauben einfach die größte ist, weißt du, die hat natürlich hat die auch die Lederjacke. Lederjacke an, Schnurrbart, volles Programm. Und dann werden die sich zusammensetzen und sagen, Tauben, liebe Tauben, wir wurden beschossen mit Wasser. Wollen wir uns das gefallen lassen? Nein, wir schießen auf uns, dann schießen wir zurück und scheißen den jetzt in ihren Cappuccino. Genau so wird's ablaufen. Tauben sind nicht doof. Nein, intelligente Tiere. Aber Mario, du hast absolut recht, ist wirklich so, die Tauben finden das mit den Wasserpistolen, finden die absolut beschissen. Die sind extrem angepisst. Und es haben schon voll viele Tauben, haben ja auch schon schlechte Google-Bewertungen geschrieben für diese Hotels, die Wasserpistolen verteilen. Ich habe diese Bewertung gelesen und das Krasse, was da drin stand, war so... Alles gut. Ja, ihr versteht das jetzt nicht, ja, aber auf Taubisch ist das voll. Auf Taubisch? Taubisch ist die neue Weltsprache. Taubisch. Du machst mir ein bisschen Sorgen, aber ja, ich sag meinen Eltern seit Jahren. Taube im Herzen einfach. Also ich finde, Wasserpistolen gegen Tauben ist auf jeden Fall mit Abstand das Deutscheste, was Nicht-Deutsche jemals gemacht haben, ja. Und mal im Ernst, es gibt in Venedig ja noch eine viel größere Plage als die Tauben, ne? Die Touristen, oder nicht? Und ich glaube auf jeden Fall, dass die Nummer mit diesen kostenlosen Wasserpistolen dafür sorgen wird, dass noch viel mehr Leute nach Venedig reisen werden, dass noch viel mehr Touristen da sind. Das ist ja im Grunde dann wie so Ego-Shooter-Zocken. Weißt du, das Moorhuhn meets irgendwie Call of Duty in real life. Das ist schon ziemlich geil. Du kannst da hochgehen, ne, auf diesen Markusturm, in den Glockenturm dich dann legen und dann schön mit der Super Soaker die Tauben wegsnipern. Das ist doch ein Event für Touristen, yes, oder? Also ich bin dabei. Ich habe so Bock drauf. Sandra Sprünken. Ich bin jetzt im Flieger. Es muss los, Leute. Also, aber ich finde eigentlich, mit so Wasserpistolen schießen ist doch im Allgemeinen super. Nicht nur, guck mal, stehst du irgendwo, kommt so eine Politesse. Ich finde das eine tolle Lösung. Kann, ja. Viel mehr Wasserpistolen. Direkt ins Auge. Mir fällt gerade ganz spontan eine Geschichte ein. Ich war in Italien mal in einem Hotel mit 4 Sternen. Das, also 3 davon schienen durchs Fenster. Gut, okay. Und da gab man mir auch eine Wasserpistole wegen der defekten Dusche. Ja. Und auf dem Bett, da liegen immer so Willkommenskurs, da lag so eine kleine schwarze Schokolade. Und als ich die essen wollte, da lief die weg. Gut, ich hab mir dann extra dann vor der Abreise beim Kammerjäger 3 Mäuse, 8 Kakerlaken und 32 Silberfische bringen lassen. Da stand nämlich ein großes Schild in der Tür: Verlassen Sie das Zimmer so, wie Sie es vorgefunden haben. Ja.